Hallo Leute, in diesem Video zeige ich euch, wie ihr das Rainbow-Loom-Buchstabenarmband machen könnt. Dafür benötigt ihr euren Rainbow-Loom, 4 Buchstaben, in denen ihr euren Namen machen wollt und natürlich noch Gummibänder in euren beliebigen Farben und einen C-Clip unter Verschluss haben. So, bevor ihr mit dem Bespannen des Looms beginnt, achtet darauf, dass der rote Pfeil von euch wegschaut. Nehmt ihr euer erstes Gummiband, dann schwarz, spannt es von dort bis nach dort. Also, vom ersten Stift in der linken Reihe bis zum ersten Stift in, nee, vom ersten Stift in der mittleren Reihe bis zum ersten Stift in der linken Reihe. Von dort bis nach dort. Und von dort bis nach dort. Und das macht ihr jetzt bis zum vorletzten Stift. Nicht bis zum letzten, sondern zum vorletzten Stift des Loomes. Sieht alles aus, wenn ihr fertig seid. Jetzt nehmt ihr wieder ein schwarzes Gummiband und spannt es von dort bis nach dort. Also vom vorletzten Stift in der linken Reihe bis zum letzten Stift in der mittleren Reihe. Geht ihr wieder zurück zum Anfang, nimm dein Gummiband, spann es von dort bis nach dort. Wieder eins von dort bis nach dort. Und wieder von dort bis nach dort. Das macht ihr jetzt bis zum vorletzten Stift in der Reihe. Nicht zum letzten, sondern bis zum vorletzten. So sieht das alles aus, wenn ihr fertig seid. Jetzt nehmt ihr wieder Gummibänder. Ich nehme ein orangenes. Und spanne es über diese beiden Stifte. Aber nicht so hier, sondern dass ich es während dem Spannen noch drehe zu einer 8. Erstmal lege ich es auf einen Stift drauf, schiebe alles runter, drehe es, dass ich jetzt schon eine 8 sehe, gebe es dann hier auch rüber, dass ich eine 8 sehe. So sieht das aus. Dann habe ich hier wieder eine 8 drauf. Immer dort, wo 2 Stifte sich so sind. Für die nicht. Immer dort. Hier auch nochmal. Dann dort, 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 aber jetzt machen wir auch noch Buchstaben drauf. Ich fange mit dem letzten Buchstabe an. Das ist hier ein O. Mein Wort heißt nämlich Hallo. Und schiebe die Buchstaben auf ein Gummiband drauf. Durch das Loch einfach durch. Könnt das aber auch mit anderen Perlen machen, wenn ihr keine Buchstaben habt. Hauptsache irgendwas, was Löcher hat. Jetzt spanne ich das hier drauf. Ich zeige das jetzt nochmal. Hier ein L. Wieder ein Gummiband nehmen. Das drauf spannen. Am besten ist es, wenn ihr mit den letzten Buchstaben beginnt. Dann kommt das Wort auch ordentlich raus und ihr müsst es dann nicht schief tragen. So, und das macht ihr jetzt bis zu diesen beiden Stiften der Reihe. Also bis zu den und den vorletzten Stiften der Reihe. Viel Spaß dabei. Und dann, wenn ihr keine Buchstaben habt, macht ihr es einfach so hier weiter. So sieht das dann alles aus, wenn ihr fertig seid. Dann müsst ihr ein Gummiband nehmen, gebt es auf den Fingern, macht es zu einer 8 und gebt es wieder zurück auf die Finger. Dieses Gummiband gebt ihr jetzt auf den letzten Stift in der mittleren Reihe. So sieht das jetzt alles aus. So, jetzt drehe ich den Loom um. So, dass der rote Pfeil, der da, zu uns zeigt.
Ich nehme unseren Haken. Ich fange mit der Reihe an. Ist eigentlich egal, mit welcher anfängt. Drücke alles zur Seite. Fasse am Gummiband an. So, ihr könnt jetzt gerade nichts sehen, ich weiß. Und blume das rüber. Oh, die Kamera ist ganz schief. Drehen wir wieder alles zur Seite und blumen. Und wieder alles zur Seite drücken und blumen. Einfach alles zur Seite, ein Gummiband und einen schwarzen Hahn. Und das machen wir jetzt bis zum vorletzten, bis zum letzten Stift sogar in der Reihe. So, dann haben wir noch dieses Gummiband. Drücken wir da alles zur Seite und blumen es von dort bis nach dort. Gehen wir zurück zum Anfang. Hier in diesen Moment rein, blume dieses von dort bis nach dort. Wieder alles zur Seite drücken. Und alles von dort bis nach dort blumen. Zur Seite. Zur Seite. Das machen wir jetzt wieder bis zum letzten Stift in der Reihe. Jetzt blumen wir dieses Gummiband von dort bis nach dort. So sieht das alles fertig aus. Ich stecke jetzt meinen Haken durch alle Gummibänder durch. Achte darauf, dass ich alle habe, sonst fällt es nachher auseinander. Nehme ein schwarzes Gummiband und ziehe es durch alle Gummibänder durch. Und dann befestige ich es mit einem C-Clip. Jetzt können wir alles vom Loom hinunternehmen. Hier seht ihr schon, wie schon ein bisschen was wird. Und fertig ist euer Vane Bloom Buchstabenarmband. Wie ihr es verlängern könnt, habe ich in anderen Videos schon oft gezeigt. Viel Spaß dabei!